England. Und das war für ihn schockierend. Er wollte nicht auf die Bühne und sein Vater hat ihn dann so weit gebracht, dass er am Todestag seiner Mutter auf die Bühne stand und sie aufgetreten. Wie er das gemacht hat, weiß ich nicht. Aber das zeigt nun einfach wieder mal den Menschen und nicht den Glauben. Also ich wollte eigentlich Grock mit dem kleinen Abschnitt Papa Grock eigentlich zeigen, wie er so war. Das habe ich noch nie gelesen. Es gibt in keinem Buch einen Abschnitt Papa Grock. Aber mir war es auch am Herzen gelegen, mal den Papa Grock mindestens kurz zu beschreiben. Ich lese ihn noch kurz. Grock konnte auch fröhlich, ja sogar ausgelassen sein. Oft ist ihm aber in einer feuchtfröhlichen Runde die Sicherung durchgebrannt. Wobei sich ein ganz anderer Mensch zeigte. Ein fast ordinärer, plumper und ungehobelter. Mit dieser mehr als unhöflichen Art hatte er so manchen Tischnachbar erzürnt, nicht selten gar seine Verwandten. War das nur eine übertriebene Ausgelassenheit? Oder hatte Grock wirklich zwei ganz verschiedene Herzen in seiner Brust? Er sagte selber einmal, dass es Situationen gebe, in denen er arrogant sein könne. Grock soll sein Leben lang ein abergläubisch gewesen sein. Seine Tatzen mussten beim Schminken stets rechts von ihm sitzen. Auch die Behauptung, dass sein Künstlername Grock genau 5 Buchstaben haben musste, könnte ebenfalls zu dieser Aussage passen. Grock war oft niedergeschlagen, ruhig, ja gar depressiv. Er musste im Privatleben nicht nur das Lachen, sondern auch das Weinen durchleben, habe ich vorhin gesagt. Grock hat zwar immer gesagt, Weinen und Lachen sind erst das ganze Herzen eines Menschen. Und das stimmt auch bei uns. Und Rieber hat auch mal gesagt, jeder Mensch ist ein Glauben. Nur will er es nicht wahrhaben. Das hat er wieder mal gesagt. Und das stimmt. Wenn wir unser Leben einfach so schauen und auf mein Leben, also ich habe oft auch meine Frau gemalt und gesagt, ich bin eigentlich ein Grock. Das Auf und Ab und er stand ja dreimal am Abgrund seines Lebens und hat sich immer wieder aufgeraubt. Also auf uns droht das ab und zu. Gut. Aus Grocks Liebe zum Geld, und das wird ganz der. Er ist vom Geld einfach angefressen gewesen, wie wir sagen. Auch Grocks Liebe zum Geld und zu den Frauen war kein Geheimnis. Es gab Zeiten, während denen Grock das einmal verdiente Geld leichten Herzens wieder ausgab. Auf der anderen Seite muss gesagt werden, dass er im Gegensatz zu seinem Vater ein fantastischer Geschäftsmann war. Er wusste, Geld ist Kraft. Zu seiner Liebe zum Geld passte auch seine Eitelkeit, welche er vor allem mit seinen teuren Automobilen, aber auch mit dem Bau seiner Prunkvilla demonstrierte. So ließ er sich auch gerne mit jeder neu gekauften Karosse ablichten. Das stimmt. Dazu kam eine etwas übertriebene Ich-Bezogenheit. Es war für ihn immer wichtig zu wissen, dass er der Beste, der Erste und der Größte sei. Wenn auch Grock ein Mensch mit zahlreichen Ecken und Kanten war, er hat der Menschheit viel gedacht, sehr viel gedacht. Ein großes, neues Herz hat damals über eine Welt von Tücken und Platziertheit gesiegt.